ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder einen Haul für euch, denn ich war beim Aldi und habe die Aldi-Neuheiten sozusagen geshoppt. Aber da wechselt das Sortiment, sage ich mal, ja regelmäßig, also jeden Montag und jeden Donnerstag, beziehungsweise Freitag kommt ja dann auch immer neue Ware mit dazu, neue Produkte, Angebote und so weiter. Und ja, ich war jetzt am Donnerstag da und habe richtig viele schöne Sachen mitgenommen. Also rund um das Thema Halloween geht es heute wieder. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe es mir tatsächlich wieder angetan und mich ganz früh am Morgen in die Schlange gestellt, um halt beim Aldi direkt die Sachen noch ergattern zu können, die ich halt so haben wollte. Und vorneweg schon mal, ich hätte mich jetzt, oder ich wäre Donnerstag und am Freitag hingegangen, weil es gab jetzt einen Teil erst ab dem Donnerstag und den anderen Teil ab Freitag. Ich hatte jetzt aber Glück, denn die Produkte, die es ab dem Freitag eigentlich schon gegeben, oder die es ab Freitag gegeben hätte, gab es schon am Donnerstag. Dadurch musste ich dann mir das nur einmal antun. Und das sind wirklich viele Sachen jetzt, die ich euch zeigen möchte. Wie gesagt, heute mal wieder rund um das Thema Halloween. Und deswegen legen wir jetzt direkt los. Zuerst kommen wir hier mal zu zwei Kostümen. Die habe ich für Lotti mitgenommen. Die wird sie aber, wenn dann, auch erst im nächsten Jahr anziehen können. Die Logik muss man vielleicht nicht unbedingt verstehen. Manch einer handhabt das vielleicht so wie ich, also manch eine Mama oder ein Papa und kauft schon Sachen im Voraus, manch einer nicht. Aber ich habe das halt gesehen und fand das super. Und ich werde euch auf jeden Fall nochmal die Preise entweder mit einblenden oder nochmal mit in die Infobox verlinken, beziehungsweise die Preise einfach nochmal mit hinschreiben und genau. Ja, hier haben wir auf jeden Fall das erste Kostüm. Und vielleicht kann man es schon erkennen, es ist ein Hexenkostüm in der Größe 110 bis 122. Das heißt, das wird sie erst ab dem nächsten Jahr anziehen können. Wir können das aber uns auch gemeinsam gleich nochmal mit anschauen. Ich packe das also gleich nochmal für euch aus. Und in der gleichen Größe nochmal ein Katzenkostüm. Und ja, Fasching findet ja auch, sage ich mal, noch zwischendurch statt. Ich hoffe, dass ihr das bis dahin passt. Ansonsten ja, es gibt bestimmt immer irgendwann mal eine Möglichkeit, wo sie so ein Kostüm anziehen kann. Und ich würde sagen, ich packe das mal aus und dann schauen wir uns das gleich nochmal ausgepackt an. Und hier ist das gute Kleid und ich finde das wirklich schön. Also schöner als ich dachte, muss ich sagen. Ich mache hier mal diesen Zettel nach hinten, dann könnt ihr das sehen. Ja, das hat so einen Regenbogeneffekt, so einen Schimmer-Regenbogeneffekt. Das finde ich richtig schön. Und ja, hier ist es halt auch nochmal so doppelt. So Samt und Tüll oder wie man auch immer das nennen mag. Und halt auch mit so einem Leopardenmuster in bunt, also so Regenbogenfarben. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Und mit dazu ist noch ein Haarreifen. Ich will den jetzt aber noch nicht abmachen. Falls ihr das doch nicht passen sollte, kann ich es halt zur Not noch verkaufen. Ja, hier ist nochmal so ein Kätzchen-Haarreifen dabei. Finde ich richtig hübsch. Und ich bin der Meinung, ein Kostüm hat um die 5 Euro gekostet. Wie gesagt, ich werde euch die Preise nochmal mit reinschreiben. Und ja, also ich denke mal, das wird ihr auf jeden Fall im nächsten Jahr passen. Jetzt ist es auf jeden Fall noch zu groß. Und wir kommen jetzt zum Kostüm Nummer 2 und das ist ja wirklich mal richtig schön. So sieht das aus. Das hat hier Pailletten, wie man vielleicht sehen kann. Also es funkelt hier auch, die ganze Wand funkelt. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video, es kommt jetzt gerade doch richtig schön zur Geltung. Oh, das sieht richtig schön hier im Zimmer aus. Ja, also wie man sehen kann, ne, in lila gehalten mit so einem Samt und Tüll. Und ja, also ich finde das sehr hübsch gemacht. Dafür, dass das, sage ich mal, von einem Discounter ist. Und wie gesagt, für so einen kleinen Preis von 5 Euro, das ist wesentlich schöner, finde ich, von der Qualität, als die Kostüme beim Teddy. Und die liegen ja auch ungefähr so in der Preisklasse. Und dabei ist halt noch ein Hexenhut und auch der, also der ist wirklich sehr gut verarbeitet. Der ist schön hier stabil, ne, bei dem Hut direkt. Nochmal so ein bisschen außenrum, also so ein bisschen, ja, ein bisschen außenrum. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön von der Verarbeitung. Und hier kann ich wirklich nur hoffen, dass ihr das passt, aber ich denke schon. Also es ist ja wirklich eine Größe oder eine Größenordnung, die sich dann ja, wie gesagt, von 110 bis 122, also es ist ja wirklich, ja, wie sagt man,
eine riesen Spannbreite, genau, ich kam gerade nicht aufs Wort. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ihr die beiden Kostüme auf jeden Fall im nächsten Jahr passen werden. Wir kommen zu dem nächsten Produkt, und zwar sind das Schuhe. Das ist jetzt nichts Halloween-mäßiges, sage ich mal, aber die gab es halt jetzt auch ab dem, oder seit dem Donnerstag, ich kann heute nicht reden. Also ab Donnerstag gab es auch diese Schuhe. Und jetzt strahlt die Sonne hier gerade so schön rein. So sehen die aus. Ich wollte eigentlich welche in so einem Weinrot mitnehmen. Gab es aber nicht in kleinen Größen, komischerweise. Laut dem Prospekt stand aus, dass es die Schuhe ab der Größe 22 gibt. Oder 21 sogar. Ich glaube 22. Bis 29 bin ich der Meinung. Und es gab nicht mal eine 22, was natürlich sehr ungünstig ist. Ich habe jetzt hier eine 23 mitgenommen, weil ich gehofft hatte, dass ihr das vielleicht doch jetzt schon passt, weil die eigentlich für dieses Jahr gedacht sind, aber ich glaube, das wird vielleicht nichts. Also die sind doch schon sehr groß, höchstens vielleicht doch, wenn man ihr nochmal zwei Paar Socken anzieht, aber ich weiß es noch nicht. Entweder ich hebe sie jetzt wirklich auf für das nächste Jahr noch, wie gesagt, es ist eine 23, hier ist so ein niedliches Alpaka, soll das glaube ich darstellen mit drauf, und ja, ich glaube, ich heb sie auf. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Soll ich die behalten? Soll ich die lieber wieder verkaufen? War vielleicht nicht so die beste Idee, die mitzunehmen. Und jetzt geht's los. Jetzt artet es hier richtig aus an Halloween-Süßigkeiten und Snacks. Wir haben hier erstmal ein paar Gespensterchips. Die gab es einmal in einer normalen Variante. Das ist also so eine ähnliche Form wie Pombeeren, wenn ihr das kennt. Und das ist jetzt hier aber mit Ketchup, dafür habe ich mich entschieden, weil wir schon normale, sage ich mal, zu Hause haben. Und ja, zweimal habe ich das mitgenommen und ich finde die Verpackung ja schon wieder so schön. Wie gesagt, mit Ketchup-Geschmack und ich mag die auf jeden Fall gern, das ist aber halt auch eine Geschmackssache. Dann gab es Knuspermüsli, auch direkt ein Halloween-Müsli, habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Und ich musste es einfach mitnehmen. Ja, da sind nämlich sogar kleine Fledermäuse mit dabei und das finde ich so schön. Und ich habe auch gleich zwei Packungen mitgenommen, weil sich das einfach richtig lange noch hält. Also bis nächstes Jahr, September noch. Und bis dahin werden wir die auf jeden Fall locker verbraucht haben. Und da es sowas halt nicht immer gibt, habe ich das, wie gesagt, gleich zweimal mitgenommen. Ne? Wie gesagt, das wird ja nicht gleich sofort schlecht und deswegen kann man das mal machen. So, und dann noch Cerealien, schaurige Knusper-Cerealien, Mischung aus knusprigen Fledermaus und Mondcerealien. Wenn man das Wort so oft sagt, kann man es nicht mehr aussprechen. Mit Schoko- und Vanillegeschmack. Also auch hier sind wieder so Fledermäuse mit dabei. Ich glaube, das sind sogar die gleichen wie in dem Müsli. Nur so das wie so eine Art, ja, Cornflakes, ne? Und auch das habe ich gleich zweimal mitgenommen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber auch das ist bis September 2022 haltbar. Weiter geht es mit diesem Fruchtmark hier und den habe ich eigentlich hauptsächlich für Lotti mitgenommen, wobei ich mir hinterher noch gedacht habe, vielleicht kann man da sogar so eine Pumpkin-Scheilatte draus machen, was ich ja jetzt eigentlich auch schon trinke mit so einem Kürbisgewürz. Allerdings ist das nicht so der Hit, also das trinke ich jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr. Und ich werde mir auf jeden Fall nochmal was anderes organisieren, entweder in diesem Jahr noch oder nächstes Jahr, dass ich mir dann nochmal so einen Kürbissirup direkt hole. Der war halt einfach immer bei Amazon ausverkauft. Und ich habe halt auch schon öfter gesehen, dass man halt so einen Mark, sag ich mal, so einen Kürbismark mit in diese ganze Sache mit reingibt. Deswegen, vielleicht kann man das daraus ja auch noch machen. Ja, ansonsten halt mische ich das hier für Lottis Frühstück meistens mit an, also Müsli, passt ja jetzt, wir haben jetzt Müsli und das Zeug hier. Und ich habe das gleich zweimal mitgenommen, das heißt in einer Packung sind vier so eine Becher drin und das hält sich auch bis nächstes Jahr noch, bis September sogar, hätte ich ja noch mehr mitnehmen können. Aber irgendwann ist auch mal gut, ne? Wir haben ja auch nicht so viel Platz, dass wir hier Massen horten können, also so geht es ja nun auch nicht. Und andere Leute wollen ja auch noch was kaufen. Ja, also hier ist wie gesagt Apfel, Kürbis und Zimt mit dabei und ich finde das auch vom Packaging wieder richtig schön mit diesem Hexenkessel vorne drauf. Jetzt wird es wieder richtig schön gruselig. Ich habe von Trolli diese Glotzer mitgenommen, die waren sogar noch um 22% reduziert und
Die sind eigentlich immer jedes Jahr schwer zu bekommen, so kurz vor Halloween. Meistens sind die immer ausverkauft. Also in den letzten Jahren kann ich nur so für mich sprechen, habe ich die nie bekommen, weil ich zu spät dran war. Und jetzt habe ich gedacht, ich schlage da voll zu. Und ich habe tatsächlich eine Packung schon fürs nächste Jahr wieder mitgenommen. Denn ich habe da eigentlich drauf geguckt, die halten sich bis Dezember noch nächstes Jahr. Das heißt, ich kann die auch nächstes Jahr noch zu Halloween ebenfalls verwenden, dann muss ich nicht nächstes Jahr nochmal losrennen. Also ihr merkt schon, ich lebe irgendwie nicht im Hier und Jetzt, sondern irgendwie schon Jahre voraus. Nein, aber nur in manchen Dingen, ne? Weil wenn ich das so sehe und ja, es erleichtert einen eigentlich das Leben, wenn man dann die Sachen doch schon vielleicht vorher organisiert. Warum halt nicht? So, dann habe ich hier noch zwei Packungen, denn da habe ich natürlich was mit vor. Ich will aber nicht zu viel verraten. Deswegen machen wir weiter mit den nächsten Produkten. Und weiter geht es mit Schokolade und selbstverständlich auch hier ein Halloween-Packaging oder Verpackung. Wir können ja auch mal Deutsch wieder reden. Ja, ne, zweimal so Schokoladenkugeln. Einmal, das sollen so Augen darstellen und ich glaube Kürbisse. Ich habe das jetzt gar nicht. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so ein bisschen erkennt. Also, glaube nicht. Das spiegelt, ne? Also auf jeden Fall so Kürbisse und Augen. Wie gesagt, da drin ist ganz normal Schokolade. Und jetzt sehe ich gerade, das eine hat eine Kakaocremefüllung und das andere eine Milchcremefüllung. Also das hatte ich im Laden noch gar nicht gesehen. Aber ist ja noch besser, ne? Genau. Ja, so habe ich auf jeden Fall beide Sorten da. Und wir sind auf jeden Fall bestens ausgestattet. Und dann habe ich noch von Trolli, muss ich ja auch mal eben raus, denn die Sonne blendet hier heute so rein. Von Trolli habe ich dann auch noch mal so eine Halloween Magic Horror Süßigkeiten-Tüte mitgenommen. Das sind ganz, ganz viele kleine Süßigkeiten. Hier ist auch alles dabei und ich sehe gerade, hier sind auch diese Augen mit drin. Na toll, jetzt habe ich natürlich noch mehr davon, aber ja, das kann man halt immer gebrauchen. Was heißt immer, aber ja, ihr wisst schon. So, und dann halt so kleine Tütchen mit diesen sauren Glühwürmchen und noch so allerhand Sachen. Also alles, was man so verschenken kann, wenn die Kinder hier an der Tür klingeln und nach Süßes, sonst gibt es saures Fragen. Und ja, ich gehe mal ein Stück nach hinten, dass ihr mich noch richtig sehen könnt. Dann kommen wir jetzt hier zu meinem eigentlich unter anderem Hauptanliegen, warum ich überhaupt zum Aldi wollte. Und zwar habe ich für Lotti Pyjamas mitgenommen, aber auch wiederum für das nächste Jahr. Also das waren halt alles die Größen ab 110. Also das war, glaube ich, die Minimumgröße. Ja, und deswegen bin ich da eigentlich schon hingegangen und halt wegen diesem Kostüm. Naja, eigentlich wegen allem, aber diese Pyjamas waren mir ja eigentlich so mit am wichtigsten. Kann ich auch gleich nochmal auspacken. Da habe ich zwei mitgenommen. Da gab es vier verschiedene Varianten. Hier ist schon mal Variante Nummer 1. Also ich habe mich so für diese, ich sag mal, typischen Mädchenfarben entschieden, aber kann man ja heutzutage auch schon nicht mehr sagen. Also halt in Rosatönen, ne? So beides mehr gehalten. Es gab aber auch noch was, was so richtig in Schwarz gehalten war oder auch Blau. Und das ist ja halt so ein bisschen gemischt. Aber ja, so war es halt unterteilt. Ich packe das mal aus und dann können wir uns das auch nochmal gemeinsam anschauen. Das Coole an der ganzen Sache ist übrigens, dass diese Pyjamas im Dunkeln leuchten. Das finde ich richtig cool. Und gerade für nächstes Jahr, da ist Lotti dann ja schon so ungefähr 2,5 Jahre alt. Das wird sie auf jeden Fall schon mega gut finden. Also jetzt findet sie es ja eigentlich schon gut. Also kann es ja eigentlich nur besser werden. Ja, hier einmal das Oberteil dazu. Ihr könnt es nochmal schön sehen. Und das ist ja wirklich noch schöner, als ich eigentlich dachte. Ich hatte das Motiv noch gar nicht so richtig gesehen. Und hier weiß ich auf jeden Fall, ein Pyjama hat 5 € gekostet. Hier ist wie gesagt die Hose dazu. Die ist halt eher so richtig schlicht und einfach. Aber vom Oberteil her, ne, ist ja schon mal sehr hübsch. Und hier hat, wie gesagt, ein Pyjama 5 € gekostet. Und für dieses Jahr hatte ich ihr ja einen Halloween-Pyjama von H&M geholt. Und alleine der, für einen Pyjama, habe ich schon 10 € ungefähr bezahlt. Oder ich glaube sogar mehr, bin mir nicht mehr sicher. Und jetzt habe ich zwei Pyjamas für den gleichen Preis. Und die sind trotzdem genauso schön. Ne? Also gerade bei Kinderkleidung muss das ja nicht immer Marke oder so sein. Also bei uns ist das recht wechselhaft. Also ich kaufe bei in den Discountern viel ein. Ich kaufe bei 1 Things Family ein, bei H&M und auch viel oft mal Gebrauchtes bei Vinted. Zum Teil auch Neues bei Vinted, ne? Das gibt es ja dann auch und günstiger vor allen Dingen. Ja, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Ich zeige euch jetzt noch den zweiten Pyjama.
Hier ist jetzt der zweite Pyjama und ich muss sagen, den finde ich auf jeden Fall mindestens genauso schön oder vielleicht sogar schöner. Kann ich mich gar nicht entscheiden. Also hier ist das Oberteil etwas dezenter gehalten, aber auch das leuchtet, wie gesagt. Also dieser einzelne Aufdruck leuchtet halt. Ja, Spooky Party mit so Gespenstern und diese beiden Augen von dem Gespenst sollen die beiden O's darstellen oder andersrum, wie auch immer. Und hier noch die Hose dazu. Und hier finde ich tatsächlich die Hose etwas schöner als bei dem anderen Pyjama. Ne? Also hier kann man es nochmal gut erkennen, auch Gespenster. Man kann das ja auch variieren, wie man Lust und Laune hat. Also man kann das ja auch hier miteinander kreuzen, sage ich mal. Aber so an sich finde ich die auf jeden Fall schon sehr schön. Und ja, man erkennt auf jeden Fall, um welches Thema es geht, ne? Dass es sich um Halloween handelt. Jetzt kommen wir auch schon leider wieder zum Schluss. Jetzt kommen wir aber nochmal zu zwei Weihnachtsprodukten. Und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ne? Ihr seht es ja hier schon hinter mir. Hier sitzt der gute Kai Karotte, dieser große. Den gab es ja nur im Aldi Süd. Da wir aber im Norden von Deutschland, sage ich mal, wohnen, gibt es bei uns kein Aldi Süd. Und wir sind gerannt gefühlt nach diesem Teil, also nach diesem großen Kai Karotte, also dieses Karottending, was ihr da sehen könnt. Einen kleinen haben wir auch noch, der ist hier unten, den kann ich euch auch gleich nochmal rausfischen und zeigen. Den gab es, wie gesagt, beim Aldi letztes Jahr zur Weihnachtszeit. Wer mich jetzt schon länger verfolgt, der weiß, dass das letztes Jahr schon bei mir hier auf dem Kanal Thema war mit diesem Kai-Karotte. Ich liebe diese Figur ja einfach und Lotti fand den ja dann eigentlich auch ganz gut. Jetzt ist er so ein bisschen abgeschrieben. Mal wieder kuschelt sie mit dem Großen hier im Hintergrund. Und ja, jedenfalls gibt es jetzt oder gab es jetzt viele Sachen vom letzten Jahr deutlich reduziert. Unter anderem ein Puzzle, das hat mal ursprünglich 5 Euro gekostet, hat jetzt nur noch 2 Euro gekostet. Und ich bin nach diesen Sachen gerannt und, ach, das gibt's nicht, ne? Ich bin danach gerannt, habe mich da auch in die Schlange gestellt morgens noch vor 8 und habe mir das angetan und jetzt hauen die einfach die Sachen noch rabattiert raus. Ich dachte, das kann es nicht sein, aber so ist das halt. Man steckt da nicht drin. Gut, die Plüschtiere gab es jetzt nicht und wir wollten die ja auch zu dem Zeitpunkt schon haben. Aber wie gesagt, dieses Puzzle habe ich hier noch mitgenommen. Ein Puzzle haben wir auch noch da und ein Puzzle, also das haben wir auch noch gar nicht gepuzzelt, weil Lotti ist dafür zu klein, aber vielleicht mache ich das dann nochmal in diesem Jahr. Dass ich die beiden puzzle und dann einrahme und dann kann man die ja vielleicht über die Weihnachtszeit hinhängen oder verschenken oder was auch immer irgendwie so. Ja, jedenfalls fand ich das noch ganz süß und habe es mitgenommen für 2 Euro und da gab es auch noch andere Varianten. Also alles, was es eigentlich schon im letzten Jahr gab. Und das letzte Produkt ist eine Weihnachtsmütze für Lotti und jetzt kommt's, ich habe diese Weihnachtsmütze hier mitgenommen und die hatten wir aber auch schon. Also ich habe die schon zu Hause gehabt. Allerdings habe ich die auch im letzten Jahr gekauft für dieses Jahr. Ne? Also ich habe das letztes Jahr auch schon so gemacht und handhabe das jetzt schon seitdem Lotti da ist oder seitdem Lotti oder seit meiner Schwangerschaft eigentlich handhabe ich das so, dass ich Sachen teilweise ein Jahr, also halbes bis zu einem Jahr vorher schon kaufe. Naja, jedenfalls, das Ding ist, ich hatte die Mütze gekauft und dieses Jahr war ihr diese hier schon zu klein. Das ist die Mütze, die ich schon hatte und die ist ihr eigentlich schon ein bisschen eng. Also es geht, aber ich war mir dann nicht so ganz sicher, ob das nicht ein bisschen zu eng wird im Dezember oder jetzt November, wenn das so richtig mit diesen dicken Mützen losgeht. Also habe ich mir gedacht, ich kaufe ihr nochmal eine neue, weil die jetzt auch wieder ausgelegen haben im Angebot von 4,84 Euro wurde die auf 3,50 Euro reduziert und mir erschien die größer. So, jetzt kommt's. Ich habe jetzt gerade mal verglichen, es ist tatsächlich die gleiche Größe. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich hätte mich vielleicht mal vorher informieren sollen. Also es ist beides die 52,53. Ich kann euch das mal zeigen. Aber ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Ich glaube nicht, aber egal. Es sind die gleichen Mützengrößen. Aber, jetzt kommt's, wenn man die aneinander hält, ist die eine deutlich größer als die andere. Ich weiß aber nicht, ob man das erkennt, man glaube ich in der Kamera jetzt hier nicht. Aber die ich jetzt gekauft habe, ist tatsächlich ein Stück größer. Vielleicht kann man es erkennen. Die untere ist doch ein Stück größer als die obere. Also habe ich doch alles richtig gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, dass da irgendwie was schief gegangen ist mit den Größen und deswegen habe ich echt Glück, dass ich doch eine größere erwischt habe.
Und dann kann die andere eigentlich abtreten. Also die wurde ja wirklich noch nie irgendwie, ja, noch nie getragen. Das ist halt eigentlich schade. Entweder ich verkaufe sie oder es kommt ja auch bestimmt noch mal eine Weihnachtsverlosung. Vielleicht kommt sie damit rein. Schauen wir mal. Ja, das waren auf jeden Fall die Produkte. Und ihr könnt mir ja mal wie immer verraten, welche Produkte euch davon am besten gefallen haben. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende. Dann bedanke ich mich natürlich wie immer, dass ihr mit dabei wart und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ein bisschen, ich wollte gerade Improvisation sagen, ein bisschen, ich kann heute gar nicht mehr reden und denken. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich wünsche euch wie immer noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.